Ich weiss nicht, wie es gegangen ist, aber mir ist vorig in dieser Worship-Zeit gerade so durch den Kopf, nichts und niemand kann uns hindern, Gott anzubeten. Und das ist doch einfach cool. Zum einen, wir da können Gott anbeten, wir im Livestream, wir daheim. Jetzt bei uns, dank dem, dass unsere Bands die Zeit auf sich nehmen, die Aufnahmen zu machen, die eigentlich fast wie live sind jetzt da. Und auch wenn wir da nicht Vollgas singen können, sondern nur summen in unserem Herzen, können wir Gott anbeten, weil er ist da. Und das ist einfach mega stark. Und ja, ich würde am liebsten, dass wir alle tanzen und jubeln und Gott auch Danke sagen, dass uns nichts, niemand kann hindern daran, ihn anzubeten. Und ich finde es cool, wenn wir mal Gott so richtigen Applaus geben. Nichts kann ihn hindern. Nichts. Alle, ihr gehört Gott. Ich möchte an dieser Stelle auch noch ganz, ganz willkommen heißen. Nochmal der Detlef. Er ist in unserer Mitte. Er hat den weiten Weg von Deutschland, gut, er ist nicht so weit, Lörrach, auf sich genommen. Ist da nochmal bei uns auch heute zum Abschluss von der Impulstag, Abschluss Gottesdienst. Das Thema ist heute Flugstunde mit Gott. Oder anders noch gesagt, Abenteuer mit Gott. Abenteuer mit Gott. Und ich habe heute Morgen, als ich es ein bisschen überlegt habe, ist mir so durch den Kopf gefahren, wenn man ein Kind fragt, willst du heute am Sonntagmittag ein Abenteuer mit mir erleben? Oder sollen wir einfach zu Hause sitzen? Dann würde jedes Kind sagen, Abenteuer, oder? Alle würden sagen, also wer will langweilig zu Hause sitzen? Wir wollen ein Abenteuer erleben. Jetzt, wir alle sind ein bisschen älter geworden, oder die meisten von uns. Und wenn uns heute jemand herausfordert, kommst du mit mir heute ein Abenteuer erleben? Ich hatte so einen Freund, der hatte immer Ideen für Abenteuer. Und einmal hat er zu Nacht um 12 Uhr nach der Kleingruppe abseilen in einem wirklich riesigen, grossen Felsen. Und er kommt voll raus, er hat es auch schon einmal gemacht und so. Und wenn man so ein bisschen älter wird und jemand sagt, dann sagt man vorsichtig, was genau meinst du mit Abenteuer? Und im Zweifelsfalle, es ist gemütlich daheim. Und ich wünschte mir von ganzem Herzen, nicht nur weil der Detlef da ist und uns das mit Humor und Ernst wieder nachbringt, sondern weil Gott ein guter Gott ist, lasst uns doch ein aufs Abenteuer in dem Gottesdienst, mindestens auf das Abenteuer ein, dass wir Gott sagen, du darfst heute und jetzt alles mit mir machen. Ich will mein Herz berühren lassen. Du darfst mein Denken umkrempeln. Ich will offen sein für etwas Neues. Und in dem Sinn, ja, wünsche ich uns allen ein Abenteuer. Jetzt ist es so, wir haben gestern Fragen gesammelt, nachdem der Detlef nur schon nach dem ersten Vortrag sind ganz viele Fragen eingegangen, über das Internet leider, und wir haben nicht alle Fragen können beantworten. Und ich habe gedacht, es ist eine gute Gelegenheit jetzt vor der Predigt, dass wir nochmal ein Interview machen und dass ich so Fragen von gestern nochmal einbringe. Und ich darf dich schon fangen führen bitten. Und an dieser Stelle, bis wir so ready sind, kann ich noch ansagen, dass wir am nächsten Samstag einen Arise-Gottesdienst haben. Das ist für alle Jungen gedacht. Aber es dürfen alle einschauen und vor allem dürfen alle beten. Für den Anlass. Ich will auch noch Danke sagen im Namen von der Gemeinde, von der ganzen Gemeinde, im Namen von der Beatrice, für alle, die am Putzfest geputzt haben. Es ist wirklich super, danke vielmals. Es sind noch Fenster zu putzen und noch ein paar kleine Sachen. Wer also Freude hat, nächste Woche noch etwas zu machen, ist herzlich willkommen. Beschreibung ist da hinten. Und vielleicht gerade noch so ein bisschen, du hast uns herausgefordert, gestern Kleingruppen doch anzufangen, mutig zum Bibel lesen miteinander. Ja. Traust du uns da wirklich zu, dass jeder da kann anfangen mit jemand anderem zusammen Bibel lesen? Oder muss man da so ein bisschen theologisch noch schon noch ein bisschen fit sein? Nein, ich glaube tatsächlich, dass man einfach mutig sein kann. Man muss ein bisschen die Menschenfurcht ablegen vielleicht und auch bestimmte Vorstellungen. Ich glaube nicht, dass man ein Theologiestudium braucht. Es gibt ja auch Hilfsmittel, ja? Nicht nur Bibletunes, es gibt auch noch andere Apps vielleicht, die man nutzen kann und sagen kann, hey, da holen wir uns auch ein bisschen Hilfe und machen das gemeinsam. Also ich glaube aber, der Schlüssel ist nicht alleine, ja, sondern dass man es gemeinsam macht. Man hat einen Termin,
Man trifft sich und dann ist man schon zu zweit, man teilt etwas miteinander und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Mhm. Ich könnte an dieser Stelle sagen, also wer das machen möchte, macht doch das einfach. Wer vielleicht sagt, ich suche einen Partner, kann sich bei uns melden, im Sekretariat oder bei uns Pastoren oder mich auf der Homepage einfach sagen, ich würde gerne eine neue Kleingruppe gründen zum Lesen oder ich würde gerne mitmachen. Also ich würde auch ermutigen, macht das. Jetzt, so noch ein bisschen, bevor ich so Slider-Fragen komme, noch eine Frage für dich, so, damit wir dich noch ein bisschen spüren, für alle, die auch gestern nicht so da sind, persönliche Frage. Du bist Familienvater von zwei Kindern, leitest eine eigene Firma, kann man sagen, Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Es hat übrigens draussen ganz viel Infomaterial, das man einfach mitnehmen kann. Das ist eine ganz, ganz coole Sache. Was ist die grösste Herausforderung aktuell für dich in all dieser Situation, wo du jetzt drin hineinstehst? Was sind so deine grossen Herausforderungen? Wenn die, die für mich eine Herausforderung wäre, nicht kommt jetzt bei dir, dann sage ich es nachher noch. Ich gehe aber noch die Slider-Fragen holen. Du kannst aber schon mal antworten. Ich kann schon mal anfangen, okay. Ja, ich werde auch gleich in der Predigt nochmal darauf Bezug nehmen. Das ist so eine Mischung aus, auf der einen Seite sind wir total abhängig zu 100% von Spenden, also Menschen, die für unseren Dienst etwas geben sozusagen. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt schon irgendwie 6, 7 Angestellte, Mitarbeiter. Und bis jetzt ist das immer gut gegangen, dass, ne, so, dass die Finanzen da waren, um das alles zu finanzieren. Aber wir wachsen und mit dem Wachstum kommt ja natürlich auch so die Frage, boah, und geht das dieses Jahr auch wieder gut? Und Corona und so. Also das ist schon wirklich eine Herausforderung. Und da spielt auch noch ein bisschen rein, ich bin ja eigentlich Theologe und Sprecher und kein Unternehmer ausgebildeter. Und mittlerweile habe ich schon ein mittelständisches Unternehmen. Und boah, ich muss total viel lernen. Also um das schon mal vorwegzunehmen, das ist für mich echt auch so ein Sprung aus dem Nest. Ja, wirklich. Also genau das hätte ich angesprochen. Du hast mir vor Jahren erzählt von dem Kampf und wir wahrscheinlich jetzt Zeit führen, das als Zeugnis bringen, aber du hast überlegt, willst du etwas verlangen für diesen Podcast oder gratis machen? Gott ist dir da recht stark begegnet, gell, in dem Sinne. Das möchte ich gleich noch erzählen, aber dann später mehr. Später, okay, ja, das ist cool. Das ist gut. Ja, das passt. Ja, dann gehen wir doch zu den Slido-Fragen. Zuerst so ein bisschen sanfte, einfache Fragen. Wie zum Beispiel glaubst du, dass Noah Dach wirklich bauen hätte, wenn ja, wie? Jetzt könnte man sagen, ja, doch, glaube ich. Nächste Frage. man kann natürlich auch begründen. Ja. darauf willst du wahrscheinlich hinaus oder der Fragesteller. Ich finde also erstmal, was die Bibel selbst hergibt, ist da schon super interessant. Nicht nur, dass wir im Neuen Testament, Hebräer 11, so eine Bestätigung haben, durch den Glauben hat Noah die Arche gebaut. Hey, das ist tatsächlich so ein innerbiblisches Zeugnis. Auch Jesus erwähnt Noah, so wie in den Tagen Noahs. Also den Mann hat es wirklich gegeben. Aber auch allein, wenn ich die Geschichte selbst lese, da in den ersten Kapiteln des ersten Buches Mose, dann habe ich so den Eindruck, da hat jemand Tagebuch geführt, da stehen Daten mit dabei, am 27. Tag des so und so Monat, am, ja, und nach so und so vielen Tagen, nach so und so vielen Jahren, da hat jemand mitgeschrieben, aufgeschrieben, minutiös, was passiert ist, also so, das kann niemand erfinden. Ja, wer hat denn das aufgeschrieben, kann man dann vielleicht noch fragen. Braucht man, der Noah, und hatten die damals schon, konnten die da schon schreiben, also reden, okay, aber Keilschrift, wenn sich jemand auskennt, ist zu, so 2000 vor Christus, zu Abrahams Zeiten, hat man das gehabt. Ja, aber Abraham, das war doch viel später. Jetzt sehen wir aber, der Noah, der ist ja 950 Jahre alt geworden. Und der Sem, von dem die semitischen Völker abstammen, 600, das war ein Sohn von Noah, der war mit auf der Arche, der hat mitgebaut, Noah hat nicht alleine gebaut. Und Sem hat noch gelebt, als Abraham zur Welt kam, das kann man ausrechnen. Und insofern gab es schon Keilschrift zu Zeiten von Sem. Und deswegen haben wir Berichte aus erster Hand. Wow. Mhm. Danke für die coole Frage. Du hast gestern das ein bisschen erklärt, eine andere Frage. Und gleich ist die Frage dann auch hinten drin gleich nochmal gekommen, warum hat die Bibel so viele Bücher?
Du hast gestern auch mega cool gesagt, vielleicht auch für alle, die nicht da sind. Noch eine kleine Wiederholung. Also die erste Frage war da. Warum hat die Bibel so viele Bücher? So viele Bücher, ja. Ja. Ich finde das doch gerade gut. Wir haben ein Buch, wir haben zwei Teile und wir haben 66 Bücher von über 40 Autoren über einen Zeitraum von ja, ein paar tausend Jahren. Das macht es doch gerade spannend, diese Geschichte Gottes durch die verschiedenen Phasen mit verschiedenen Menschen. Und da kann sich dann auch wirklich jeder wiederfinden, ja, ob in dem Fischer oder in dem König oder in dem Propheten, dem Weinbauer, dem Jünger, dem Zöllner Matthäus, dem Apostel Paulus. Also diese Unterschiedlichkeit. Gott ist mit Menschen unterwegs. Gott sagt mal an einer Stelle, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist so eine Formel, aber das ist für mich auch, Gott ist ein Gott der Menschen, der seinen Namen mit dem Leben von Menschen verbindet. Ja, ich bin Abrahams Freund, Isaaks, Jakobs, ich bin auch Michaels Freund, ich bin mit Michael unterwegs. Mit dir könnt ihr auch noch ein Buch schreiben. Ja. Und das ist die Bibel voller Geschichten von Menschen mit Gott, die begeistern. Ja. Da noch ein bisschen detailliertere Frage, eigentlich auch ein bisschen in dem Sinne. Gibt es Bücher des Alten Testamentes, wir haben es ja gestern vom ATK und der Wichtigkeit, die nicht zur hebräischen Bibel gehören, also von den Juden nicht gelesen werden? Welche sind das? Die nicht gelesen werden? Ja, von den Juden. Nein, also sie haben eine etwas andere Zählung der Bücher. Sie haben also nicht 39, sondern 24, glaube ich, weil sie manche Bücher zusammenfassen. Aber natürlich werden sie alle gelesen. Die hebräische Bibel, der sogenannte Tanach, Torah, die prophetischen Bücher und die Schriften, das sind diese drei Teile. Das ist die ganze hebräische Bibel. Die hat auch Jesus schon gelesen. Das war 200 vor Christus, hat man das schon so in dieser Zusammenstellung gehabt. Was man sagen muss, es gibt verschiedene, das musste ich auch lernen, verschiedene Priorisierungen. Das ist schon, also die Tora zum Beispiel, die fünf Bücher Mose, haben tatsächlich eine höhere Wertigkeit als jetzt die geschichtlichen, prophetischen Bücher oder die Schriften. Das ist für unsere Ohren vielleicht neu, wir sagen so, ja, Bibel ist Bibel. Ist doch alles gleich. Da sagen sie, nee, die fünf Bücher Mose haben eine höhere Bedeutung, ja, mehr Kraft und da gibt es vielleicht gewisse Abstufungen, so das schon, aber alles zählt dazu. Mhm. Ja. Spielt das denn auch drin hier? Warum zählen die Apokryphen in der katholischen Kirche zum Kanon und bei den Reformatoren nicht? Ja, das hängt natürlich mit Apokryphen, weiß jeder, was das ist. Das sind diese geschichtlichen Bücher, Buch Makkabäer, Tobias, Jesus Sirach, die in diesem Zeitraum nach dem letzten Propheten Maleachi, 400 vor Christus, in diese 400 Jahre, wo es auch keine prophetische Offenbarung mehr gegeben hat, einfach die Geschichte Israels während dieser Makkabäer- oder Hasmonäer-Zeit beschreiben. Und in der katholischen Kirche gehören sie zum Kanon, das heißt zur Bibel dazu, weil sie einfach diesen Zeitraum abdecken. Martin Luther hat dann anders entschieden und hat gesagt, die sind gut zu lesen, aber sie gehören nicht offiziell zur protestantischen Bibel. Ich denke, ja, das kann man offen lassen. Sie sind sehr gut zu lesen und weil sie eben genau diesen Zeitraum dieser 400 Jahre überbrücken, aber ja, da müssen wir den Martin Luther fragen, was ihn schlussendlich bewegt hat. Ich finde das nicht so entscheidend. Mhm. Dann noch letzte, zweitletzte Frage, je nachdem, wie lange du das zum Antworten. Du hast gestern davon geredet, dass die einen noch Milch brauchen und die anderen feste Speise. Und eigentlich reife Christen brauchen feste Speise. Was ist jetzt genau Milch und was ist genau feste Speise, ganz konkret? Ich bin gestern, das ist eine super Frage, ja. Ich bin gestern ja von dieser Stelle ausgegangen im Hebräer 5. Und da ist diese Unterscheidung und der Hebräerbriefschreiber oder Schreiberin, wir wissen ja nicht, wer denn, ich vermute ja, dass es eine Frau war, die den Brief geschrieben hat, deswegen hat man den Namen quasi ausradiert, weil das zu peinlich war damals tatsächlich. Ja.
Aber ist meine Theorie, ich kann das nicht beweisen. Was war die Frage? Ach ja, Milch, deswegen Milch, ne? Genau. Das gehört zu den Anfängen, Babyphase, ne? So. Und das sagt der Hebräertext auch. Also das sind so die ersten Schritte im Glauben. Ich verstehe, wer Jesus ist und der Vater und dass er mir vergibt und so die ersten Schritte, wer bin ich in Jesus und so die erste, das Einmaleins des Glaubens. Ich glaube so, das ist Milch. Vielleicht auch die Evangelien lesen. Und feste Speise, da geht es dann einfach auch tiefer, wo ich dann, ich habe gestern das Beispiel den Römerbrief genannt. Es gibt ja Literatur, die ist echt harte Kost. Ja, das ist ja genau das, wo man sagt, boah, was ist das jetzt? Gerechtigkeit und Rechtfertigung und Erwählung und boah, also das ist, damit muss ich nicht anfangen, wenn ich jemanden unterrichte in den ersten Schritten des Glaubens. Aber irgendwann ist das auch mal wichtig und dann reife ich darin und werde fester. Und der Hebräerbrief sagt auch noch, dass ich dann irgendwann so geübt bin, dass ich unterscheiden kann zwischen Gut und Böse, dass das auch in meinem Leben sichtbar wird, ich gute Entscheidungen treffen kann und andere lehren kann. Das war ja dann auch noch so ein Punkt. Also feste Speise ist nicht nur Input, sondern auch Output, ne, für andere. Hey, danke vielmal. Wir hören ja noch mehr jetzt in der Predigt. Ja, genau. Danke für deine Offenheit und Ehrlichkeit. Das ist einfach mega cool. Ja, sehr genau. Danke. Dann würde ich jetzt noch beten und nachher steigen wir gerade in die Predigt hier. Und Herr Jesus, ich bitte dich jetzt, dass du den Detlef weiter segnest mit deiner Gegenwart, dass du sein Sprachrohr bist in unsere Herzen hier. Und ich bitte dich für uns um den Segen, dass wir unseren Geist und unser Denken und unser Herz auftun für das, was du drin hineinlässt. Und schenk, dass es bei uns Frucht trägt. Amen. Amen. Yes. Seid aber nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter. Seid aber nicht nur Hörer allein, sondern auch Täter. Denn ein Glaube ohne Taten ist tot. Ich bin jetzt seit knapp 37 Jahren mit Jesus unterwegs. Und ich habe das mal ausgerechnet. Ich habe während dieser Zeit so um die 2000 Sonntagspredigten gehört. Dazu kommen noch Konferenzen, Tagungen, Bibelarbeiten, Bibelstunden. Oh. Locker 3000 Predigten gehört. Bitte fragt mich nicht, was ich von all dem, was ich da gehört habe und verstanden habe, auch wirklich umgesetzt habe. Corrie ten Boom hat mal gesagt, mir macht nicht so sehr Sorge, was ich nicht in der Bibel verstehe, sondern mir macht Sorge, dass was ich verstehe, aber nicht tue. Das macht mir Sorge. Und ich glaube, jeder von uns kennt diese Spannung, ne, zwischen dem, was ich höre und dem, was ich eigentlich tun sollte. Und manchmal bleibt das auf der Strecke. Und auch heute wird es wahrscheinlich wieder so sein, dass wir viel hören. Aber was machen wir mit dem? Natürlich brauchen Dinge auch Zeit. Und ja, und ich nehme mir das mal vor, ich lasse das erstmal sacken. Aber dann sackt es irgendwann wohin. Und dann ist es weg. Gestern dieses Beispiel gebraucht vom Toten Meer. Da kommt immer neuer
Input, frisches Wasser und es versackt im toten Meer. Ein Glaube ohne Taten ist tot. Und es ist wie jeder von uns oder die meisten haben wahrscheinlich mal einen Führerschein gemacht. Wer hat alles einen Führerschein? Ein Fahrausweis. Oh, super. Und dann hattest du wahrscheinlich auch Theoriestunden und Praxisstunden, Fahrstunden. Ja. So bekommt man dann seinen Fahrausweis. Theoretische Prüfung, praktische Prüfung. Also es kann ja nicht sein, ist ja logisch, dass man kann jetzt nicht nur von der theoretischen Prüfung dann irgendwann Autofahren lernen. Kannst du dich an deine erste Autofahrstunde erinnern mit Fahrlehrer, Fahrlehrerin? Oder wie war das? Oh, erste Gang und Kupplung kommen lassen, Seitenblick, Lenken, Blinken, anschnallen oder keine Ahnung. Und das Auto war schon wieder aus. Oder? Wupp, 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 wupp. Ja, genau. Und wieder an. Wie muss ich jetzt nochmal? Kupplung durchtreten, Handbremse lösen. Wahnsinn, das ist doch, diese Praxiserfahrung braucht man doch. Das kann man doch nicht, du kannst doch nicht theoretisch Autofahren lernen. Das geht nicht, wir brauchen Fahrstunden. Und ich kann euch sagen, Gott kennt diese Spannung in unserem Leben, dass das so ist. Theoretisch, keine Angst, ich falle hier schon nicht um, aber es passiert vielleicht noch einiges. Abenteuer des Glaubens. Es gibt keine theoretischen Abenteuer des Glaubens. Es gibt keinen theoretischen Glauben. Ja doch, man kann theoretisch über den Glauben nachdenken. Jetzt gerade machen wir das. Aber wir verwechseln manchmal Theorie und Praxis. Dass irgendetwas verändert in meinem Leben, dass ich Glaubensschritte wage und als ob Gott das geahnt hätte, dass wir da so ein kleines Problem haben, hat er sich was überlegt. Wir lesen im 5. Buch Mose, Kapitel 32, am Ende der Tora, können wir sagen, am Ende dieses Werkes, so ein paar Zusammenfassungen. Es geht einige Kapitel und unter anderem finden wir dieses Bild dort, dass Mose am Schluss resümiert und sagt, Gott hat uns geführt als Volk. Aber es ist interessant, wie er uns geführt hat. Diese ganze Geschichte von Ägypten und durch die Wüste bis ins verheißene Land. Er ging mit uns um wie ein Adler, der seinen Jungen fliegen lehrt. Wow, das ist spannend. Tolles Bild. Jetzt muss man dazu natürlich wissen, okay, wie macht denn das ein Adler? Also wir nehmen jetzt mal keine Fahrstunden, sondern wir nehmen Flugstunden und gucken mal, wie ein Adler seinen Jungen fliegen lehrt. Das kann man in der Natur beobachten. Ich habe das noch nie live beobachtet, denn diese Nester, man nennt es glaube ich nicht Nest, sondern Horst, ja, ein Horst, genau, es gibt auch den Namen Horst, ja, Vollhorst. Sagen wir auch manchmal in Deutschland. Das ist jetzt nicht, sondern ich meine jetzt den Adlerhorst. Der ist ziemlich weit oben an so einer Felsklippe. Und interessant, Mose sagt, Gott hat uns so geführt als Volk, wie ein Adler, der seinen Jungen fliegen lernt. Seid ihr bereit, ein paar Flugstunden zu nehmen? Also, das ist voll süß mit den kleinen Adlerjungen, die da im Nest sind, das ist so kuschelig und juhu, und sie sehen jeden Tag, wie Adlermama und Adlerpapa da so rumfliegen und so ihre Runden drehen. So, boah, toll, und sie nehmen ja auch schon wahr, dass sie auch so kleine Stümmelchen hier haben an der Seite, so Flügel, und boah, vielleicht können wir das auch bald mal, aber da ist vielleicht der eine, der sagt, oh, muss auch nicht sein. Da so runter gucke, nee, also lieber nicht, ja, so, kann ja sein, ja, so Adler sind ganz unterschiedlich, ne, so von ihrem Wesen und Charakter, so, zwar designed zum Fliegen, ist klar, wofür habe ich denn Flügel, naja, kann man mal drüber nachdenken, ne, so, aber dann kommt irgendwann der Tag, wo Adlermama die Entscheidung trifft, so,
Heute nehmen wir unsere erste Flugstunde. Ja, und dazu trifft sie ein paar Vorbereitungen, denn ihr ist auch klar, die Adlerjungen, ja, die wollen vielleicht nicht, oder sie trifft Vorbereitung. Ich habe das so nachgelesen, also sie, da wird das Nest so ein bisschen geräumt, ein bisschen Platz gemacht, ja, und das, was überschüssig ist, irgendwelche Federn, Stroh, und das wird alles so ein bisschen geleert, sodass es ganz ungemütlich wird, sozusagen, ein bisschen kühler auch so, und oh, okay, ziehen wir aus, oder was passiert jetzt hier? Und dann fängt Adlermama auch so ein bisschen mit den Flügeln zu schlagen, um schon mal so zu zeigen, schaut mal, da kann man was machen mit diesen Flügeln, die ihr da habt. Mal alle mitmachen, so ein bisschen, ne? So ein kleines Fitnessprogramm am Morgen, ne? Und die, jetzt wissen die Jungen, okay, jetzt geht's dann los und so. Und dann sind sicherlich einige, die freuen sich schon drauf, und dann ist da vielleicht das eine, was so ein bisschen auch verdrückt wurde die ganze Zeit, und dann, Mama, ich will nicht, und ja, und Mama macht immer mehr Alarm und immer mehr Wind, ja. Er ging mit ihnen um wie ein Adler, der seine Jungen fliegen lehrt, und man denkt so die ganze Zeit, du bist in einer Situation in deinem Leben und denkst so, warum ist das so ungemütlich und wer macht da so viel Wind? Woher kommt dieser Lebenssturm? O Herr, bitte mach, dass dieser Sturm aufhört. Und Gott sagt, ich bin es. Grüezi. Ich mach den Sturm in deinem Leben. Hallo, wach mal auf, weil sonst springst du nämlich nie aus dem Nest. Ich will dir jetzt Fliegen beibringen. Willkommen zur ersten Flugstunde. Aha. Und das kleine Adlerjunge spürt schon die Nestkante hinten im Rücken. Mama, hör auf, aber Mama hört nicht auf. Und irgendwann ist es soweit. Gott wirft uns aus dem Nest. Mose beschreibt das so. Adler werfen ihre Jungen aus dem Nest. Ist das nicht gemein? Jetzt wird das kleine Adlerbaby einfach rausgeschmissen. So, jetzt lern mal fliegen. So, ja, aber zunächst ist das vielleicht kein Fliegen, sondern mehr so ein Fallen. Und zwar nach unten. Ja, und vielleicht kommen man kann ja mal die Flügel rausnehmen, mal gucken, oh, bringt jetzt gar nichts. Ja, wie geht das? Ja, Flugstunde, wie beim ersten Autofahren, wupp. Ja, das ist, genau. Ja, ganz unterschiedlich, und die Kleinen fallen da und fallen, und der Abgrund kommt immer näher. Ja, tolles Gefühl, reales Gefühl. Ja. Aber das Schöne ist, wo ist Mama? Wir lesen in dem Text, Adler Mama begleitet ihren Flug. Das ist das Schöne. Ja, die Mama fliegt quasi nebenher und sagt, hallo, Söhnchen, Töchterchen, wie ist es so außerhalb des Nests? Ist gut, he? An der frischen Luft. Und, ja, guck mal, mach das so wie Mama. Guck mal, so einfach, so schön breit. Herrlich, guck mal, das geht ganz einfach. Komm, ne? Und das Kleine so, ja, fliegt einfach immer runter, ne? Und brrr, das Herz ganz, ganz schnell. Aber das sind genau die Erfahrungen, von denen wir hier sonntags morgens träumen in unserem Nest. Die Erfahrung von Gott, jetzt brauche ich dich. Gut, dass du da bist. Und diesen Unterschied von Sicherheit und Theorie. Ja, wir brauchen auch unsere Nestzeiten, aber was wirklich heißt, zu glauben, wirklich etwas zu wagen, zu vertrauen, mit Gott unterwegs zu sein, das geht nur außerhalb des Nests. Für das Kleine ist es eine Ersterfahrung, und Mama ist da, begleitet den Flug. Und dann heißt es, und wenn sie fallen, und sie fallen erstmal ziemlich tief, und bevor das kleine
aufschlägt auf dem Boden und es eine Riesensauerei gibt, heißt es, ist er da und breitet seine Schwingen unter ihnen aus und fängt sie auf. Ich habe mir das bestätigen lassen von Leuten, die da in dieser Adlerkunde zu Hause sind. Das muss ein unglaubliches Naturbeispiel sein, ja? Dass Adler dann ihre Jungen so plopp, plopp, plopp auffangen mit den Flügeln. Herrlich. Ja? Und dann drehen sie noch eine Runde, ja? Und dann gehen sie wieder zurück ins Nest und setzen die Kleinen ab. Und sagen so, und wie war eure erste Stunde? Oh Mama, cool, brrrt, ja, immer noch ganz aufgeregt und voller Adrenalin. Und dann kommt bald die nächste Runde. Die zweite Runde, die dritte Runde, die vierte Runde, die fünfte Runde, bis irgendwann die Kleinen schnallen. Ich kann ja selbst, bis der Tag kommt, wo sie selbst auf die Nestkante steigen und sagen, Mama, jetzt brauche ich dich nicht mehr. Jetzt kann ich das alleine. Und sie fliegen. Mose sagt, er ging mit ihnen um, er ging mit uns um, wie ein Adler, der seinen Jungen fliegen lehrt. Dieser Unterschied von theoretischem Fliegen, ich weiß, dass ich fliegen kann, ich weiß, wie Glauben geht, und tatsächlich Glauben. Das ist ein Unterschied, oder? Ein gewaltiger. Im Nest stehen, wie Petrus, im Boot, das ist jetzt ein kleiner Gedankensprung, Petrus, sein Nest war sein Schiff, als Fischer. Das war sein Boot. Und dann kommt Jesus ihm auf dem Wasser entgegen, See Genezareth. Und Petrus ist mutig, sehr mutig. Und er sagt, wenn du, erst hatten sie Angst, oh, ist das ein Gespenst? Ja? Nein, es ist Adlermama, alles klar. Ja? Ein Gespenst? Nein, es ist Jesus, okay. Gut, aber was macht er da auf dem See? Wenn du Jesus bist, dann befiehl mir doch, dass ich aussteige aus dem Boot und zu dir hinlaufe. Fand er eine relativ gute Idee. Er hat vielleicht nicht damit gerechnet, dass Jesus sagt, ja komm. Wie jetzt, komm? Also du meinst, komm. Also, du meinst jetzt nicht mit dem Schiff zu dir rüber paddeln. Das meinst du nicht, glaube ich. Ne? Du meinst jetzt tatsächlich kommen. Also du meinst, ich soll jetzt hier aussteigen und laufen. Meinst du das? So, und jetzt kommt der entscheidende Punkt heute Morgen. Der Unterschied zwischen einem theoretischen Fürwahrhalten der Größe Gottes und der praktischen Konsequenz. Theorie und Praxis. Petrus hätte jetzt gut antworten können, und das kennen wir alle, so auch aus unserem Leben, so, Herr, danke, oh, dass du mir zutraust, dass ich auf dem Wasser laufen kann, theoretisch. Das ist ja Wahnsinn. Oh, danke, das erfüllt mich so mit Freude. Wow. Das heißt ja auch, wenn ich das theoretisch könnte, Herr, dann könnte Johannes das ja auch. Halleluja! Auch Johannes könnte theoretisch auf dem Wasser laufen. Ja, aber heißt das auch, dass sogar Jakobus, der ist ja so ein Nesthocker, ein Angsthase, selbst, meinst du, Herr, dass selbst Jakobus das könnte? Konjunktiv? Ja, ja klar, auch Jakobus. Hey, wir könnten alle auf dem Wasser laufen. Halleluja. Lasst uns eine Riesenparty machen und Gott loben und preisen mit Lobpreisband. Und lasst uns eine Sammlung halten für noch mehr Boote, aus denen wir theoretisch aussteigen könnten.
und Gott einfach preisen, dass er so mächtig ist. Und wir wirklich, es ist toll, das so theoretisch einfach so mal erlebt zu haben, wie groß die Kraft Gottes ist. Wir spüren das wirklich innerlich. So, also da merken wir schon, ich habe es genug karikiert, oder? Also, so sieht manchmal unser Theorieglauben aus. Und wir wundern uns, dass wir keine Erfahrung machen mit Brrr, Gott, wo bist du? Ach so. Versteht ihr? Dieser Punkt ist doch genau der, dass Petrus jetzt diesen Schritt gehen musste. Das heißt, er musste jetzt, oder? Reicht das, Jesus? Also ich weiß nicht, also ich glaube dir schon, aber es funktioniert. Ja, ist so, ne? Oder es gibt auch die Typen, also ich, das ist so der eine Typ, so halb und doch nicht richtig. Der andere Typ ist, ja schon, aber ich nehme das Nest mit. So, kann ja auch mal schief gehen, dann habe ich habe das Nest immer gerne dabei. Ja? Also stell euch einen Adler vor, der versucht so fliegen zu lernen. Also, es ist irgendwie alles nichts, oder? Also dieses Abraham, geh in ein Land, was ich dir noch zeigen werde. Ja, ich sag das mal meinen Eltern, dass ich sie jetzt verlassen werde. Ja, wohin geht's denn? Ja, weiß ich noch nicht. Ja, wer hat denn dir das gesagt? Ja, Gott. Ich muss jetzt los, sorry. Aber ich weiß noch nicht, wo es hingeht. Das ist dieses totale Vertrauen, diese Schritte im Glauben, wo ich sage, hey, ich weiß nicht, ob das trägt. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Und Petrus geht auf dem See. Viele haben es schon probiert auf dem See Genezareth. Ich auch. Ich bin rüber geschwommen, ja. Aber gelaufen. An dieser Stelle wünsche ich mir manchmal, dass wir in unseren Gottesdiensten, vielleicht gibt es irgendwann so eine App, die wir so einstellen könnten, so lösche bitte aus meinem Kopf das Matthäusevangelium. Und dann gucke ich da drauf und dann ist alles weg, was ich hier gelesen habe im Matthäusevangelium. Warum? Dann wäre das jetzt total spannend mit euch, diese Geschichte zu erzählen. Ihr wüsstet nämlich nicht, wie es ausgeht. Und dann wir sagen, oh Detlef, ja, aber erzähl mal weiter, was ist da passiert mit dem Petrus? Und es ist so blöd, ja, dass wir immer alles schon wissen. So langweilig, so, ja Detlef, komm, der geht doch dann unter. Zum Schluss muss Jesus sagen, hey, du Kleingläubiger und so. Okay, ja, so eine App wird es wahrscheinlich nie geben. Und ich bin froh, dass ihr das Ende der Geschichte kennt. Versteht mich nicht falsch. Aber der Punkt ist doch der. Petrus ist gelaufen. Das ist der Punkt. Er hat sein Boot verlassen, er ist gelaufen. Johannes nicht. Der hat nur geguckt. Der läuft. Der läuft auf Jesus so, oh, jetzt geht er unter. Aber der ist gelaufen. Verstehst du diesen Unterschied zwischen ich halte theoretisch das für möglich, was Gott mir sagt. Ich höre das, aber ich tue es nicht. Ich wage einfach diesen Schritt nicht. Diesen Schritt. Übrigens, wir haben nochmal so ein Beispiel im Alten Testament schon, wo das Volk Israel eben, er ging mit ihnen um wie ein Adler. Das ist aus der Geschichte Israels. Das erlebt später Josua dann. Im Buch Josua. Auch das gehört zur Geschichte. Der Charakter Gottes hat sich nie verändert. Die überqueren den Jordan, um ins verheißene Land zu kommen. Kennt ihr diese Geschichte? Das Entscheidende ist, nicht Josua selbst ging voran, sondern die Bundeslade sollte zuerst rüber. Die Bundeslade. Ja, aber die musste getragen werden von Leviten, Priester. Das heißt, da war jetzt, ich weiß nicht, irgend so ein
Samuel, Raphael, keine Ahnung, wie er hieß, der war vorne. Ja, der war vorne. Ja. Und dann war der reißende Jordan. Und natürlich Josua stand so daneben, so ganz entspannt. Mama Adler, ne? Sei, glaube, so, der Jordan hört dann auf zu fließen. Ja? Geh mal. Ne? Und dann so, ja? Kann die Lade nicht alleine rüber? Ne? Jetzt muss, schade, also dem hätte ich jetzt noch das 67. Buch in der Bibel gewidmet. Dem Typen, der so mutig, ja, wahrscheinlich war gar kein Mutter, der wurde einfach reingeschoben. Ja? Von hinten, hör auf zu drücken. Ja? Und dann kam der Moment, wo er ja, seinen Fuß in den Jordan setzen musste, versteht? Diesen Moment meine ich, wo du sagst, ich wage es, jetzt gehe ich den Schritt. Und ihr wisst ja, was passiert ist. Der setzt seinen Fuß auf trockenen Boden. Das heißt, da muss ja, also die Engel waren dann schon da und wenn wir das in Slow Motion uns angucken würden, würden wir quasi so sehen, wie er so völlig voller Angst seinen Fuß reinsetzt und in dem Moment zieht es das Jordanwasser auseinander und ein Engel kommt noch mit dem Föhn und macht den Boden trocken und er setzt seinen Fuß auf trockenen Boden. Habe ich mir so überlegt. Das ist Glaube. Boah, das ist Glaube. So, jetzt haben wir noch 5 Minuten. Es ist eigentlich alles klar, oder? Entscheiden musst du jetzt, was du damit machst. Ich kann dir noch 1, 2 Dinge von mir erzählen, wo ich herausgefordert war und bin, immer wieder diesen Schritt zu machen. Keine Angst. Wir brauchen auch unsere Nestzeiten mit Gott, ja klar. Aber Gott kennt uns, Gott wird uns. Und vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du denkst, warum ist das so stürmisch? Was drückt da so in meinem Rücken? Und bist du es, Herr? Ja, ja. Ich kann das jetzt nicht moderieren von hier vorne. Aber frag Gott, bist du es, Herr? Herr, was willst du mir zeigen? Welchen Schritt soll ich da gehen? Und ich möchte das, ich möchte endlich das, was ich höre und verstanden habe, auch tun. Für mich war ein einschneidendes Ereignis in meinem Leben, wo ich eine Entscheidung treffen musste, etwas ganz Grundsätzliches vor einigen Jahren, aber das, was noch nachhaltig nachwirkt bis heute, wo ich eine Einladung bekommen habe, nach Südostasien zu reisen, genauer gesagt nach Bangladesch mit einem Lehrerteam. Jetzt müsst ihr wissen von mir, ich bin überhaupt nicht so der typische Missionars-Typ, der da so gerne ne, irgendwo hinreist und so. Ich mache das gerne von zu Hause aus. So, Nest, ne? Alles gut. Ja gut, jetzt hatte ich diese Anfrage, ich fand das total nett. Ja? Bin dann auch mal so ins Reisebüro geguckt, gibt es überhaupt was zum Thema Bangladesch? Ja? Geguckt, dann war Indien. 2,5 Meter, ja, Reiseführer in allen Farben, Bangladesch, nix, nada. Ja. Dann habe ich mal gefragt, gibt es das Land überhaupt? Kann man da wirklich hinreisen? Ich hatte wirklich Zweifel. Ja. Und habe gesagt, Gott, es gibt noch niemanden Reiseführer. Also komm, ohne mich. Also ich habe immer nach Ausflüchten gesucht und so, komm, ich kann auch von zu Hause aus nach Bangladesch sprechen. Ist kein Problem. Ja. Versteht ihr? So, meine Angst. Ne? So, und dann musste ich noch ein Visum beantragen in Berlin bei der Botschaft. Und dann, das habe ich keinem verraten, aber ich habe so gedacht: Herr, du hast alle Möglichkeiten. Ne? Und da kommt so ein Beamter, so ein Horst, ne? der einfach sagt: nichts gegen den Namen, Entschuldigung. Detlef ist auch so ein Name. Ja, genau. Irgend so ein Detlef. Ja, der da sitzt und sagt, der Detlef, der reist hier nicht nach Bangladesch. Ja, so, ja, aber das Visum kam dann und ich so, oh, ich habe jetzt fast keine Ausreden mehr. Und dann habe ich gesagt, folgende Idee. Ich versammle alle meine Kinder um mich herum. Na, ich habe 2. Und habe dann wirklich so geguckt, dass weil meine Frau, die wissen ja immer, also unsere Frauen, ne, die hat ja gleich so, ja, Schatz, ist klar, du fährst. Ne?
So, das war ihr Satz schon am selben Tag so quasi. Und ich so, ja, mal gucken. Ja, Gott ist da schon noch wichtiger als du. Ne? Also müssen wir schon ein bisschen schauen. Und meine Kinder. Ne? Und dann habe ich meinen Kindern erzählt, der Papa, der reist da in so ein fernes Land und ich habe hier nur so einen Reiseführer in Englisch und ich habe da gelesen, da gibt es Krokodile. Das ist ganz gefährlich und auch Tiger laufen da frei rum. Ja, der bengalische Tiger und so. Und dann die Kinder, große Augen. Ja. Dann habe ich gesagt, dann gibt es so diese Mücken, kennt ihr? Ja, aber wenn die dich da stechen, dann kriegst du eine Krankheit, du stirbst. Echt? Ja, so. Und dann habe ich den, wow, und dann dachte ich, jetzt, und dann war irgendwann auch so eine Stille, so eine heilige Stille. Und dann dachte ich, jetzt werde ich es aus dem Mund meiner Kinder hören. Ja. So, und was dann kam, hat mich sehr erstaunt. Ja, meine Kinder sagten nämlich beide Stereo aus vollem Rohr, Papa, da musst du hin, ja? Du musst die Krokodile fotografieren, ja? Und uns die Fotos mitbringen, so, können wir mitfahren? Ja, super. Und spätestens da habe ich dann gemerkt, okay, ja, genug Nestkante im Rücken. Meine Kinder sind mutiger als ich, oder? Wollen das Abenteuer erleben. Und der alte Papa, ja. Und dann bin dahin geflogen, habe da eine unglaubliche Woche erlebt. Bin so beschenkt worden, Christen dort zu erleben, die im muslimischen Kontext zu Jesus finden und versuchen, da mit Jesus unterwegs zu sein, verfolgt werden für ihren Glauben. Und ich saß dann abends mit den Brüdern und Schwestern zusammen. Es war so, es hat mich so ermutigt, so herausgefordert. Und dann haben die mir gesagt, oh, Bruder Detlef, du bist so ein Vorbild für uns. Du bist so ein starker Mann Gottes. Und dann habe ich gesagt, nee, bin ich überhaupt nicht. Ich musste extra nach Bangladesch reisen, um euch hier kennenzulernen und das zu erleben. Das gibt mir Mut. Ihr seid für mich Vorbilder. Die wollten mir das gar nicht glauben. Ja? Diese Erfahrung machen, diese Schritte wagen, was ist das bei dir? Lass uns mal landen. Was können das für Nester sein in deinem Leben? Das ist ein gutes Bild, landen im Nest und dann, wo musst du aussteigen? Ich möchte mal ganz einfache Beispiele bringen. Vielleicht ist dein Nest so ein Nest des Stolzes. Wo du sagst, nein, eigentlich sagt Jesus, wenn dein Bruder, deine Schwester etwas gegen dich hat, geh auf ihn zu. Geh auf ihn zu. Verlass deinen Stolz. Warte nicht ab, indem du sagst, ja, der kann auch zu mir kommen. Bin ja da. Ich habe das schon mit Gott geregelt. Geh doch den Schritt. Verlass deinen Stolz. Stolz kann uns abhalten von so vielem. Stolz ist nichts anderes als Hochmut. Und wusstest du, dass Gott dem Stolzen widersteht? Also wenn du dann Widerstände in deinem Leben spürst, dann ist es Gott selbst, der sagt, stopp, hey, so mit der Haltung kommst du in deinem Glauben keinen Schritt weiter. Das könnte so ein konkreter Schritt sein, wo du weißt, eigentlich ist es dran. Hey, ich muss auf diese Person zugehen. Versöhnung ist dran. Es könnte noch etwas anderes sein. Es könnte Menschenfurcht sein. Eigentlich möchte ich ja gerne eine Bibellesegruppe starten. Eigentlich möchte ich gerne mit den Menschen auch über Jesus reden. Bete heute Morgen dafür, ich bete gleich auch für dich, dass du diese Menschenfurcht ablegen kannst. In der Apostelgeschichte heißt es, Petrus und Johannes waren freimütig. In der alten Luther-Übersetzung heißt es so, diesen Freimut. Das ist das Gegenteil von Menschenfurcht. Freimütig. Herr, du gibst mir Mut, auf Menschen zuzugehen. Und ich bin frei von Ängsten. Herr, das kannst du mir schenken, diesen Glauben. Und natürlich das letzte Beispiel, das ist Nest der vermeintlichen Sicherheit. Dass wir meinen, also hier bin ich doch sicher, da draußen, nee. Dabei ist hier der sichere Ort. Hier, mit Gott unterwegs. Und wenn du fällst, Mama fängt dich wieder auf. Das ist der sichere Ort an der Seite Gottes. Ich habe, und du hattest mich vorhin gefragt, Michael, das war für mich diese Entscheidung,
als ich mit Bibletunes angefangen habe, da hatte ich mir erst überlegt, ja, ich muss ja von irgendwas leben, oder? Und ich glaube, das wäre auch absolut legitim gewesen und okay gewesen zu sagen, ich mache das kostenpflichtig, wir nehmen was dafür und da hat mir auch niemand widersprochen und gut, ja, super und ich brauche ja eine gewisse Sicherheit und ich habe Familie und es gibt genug Argumente dafür. Und bei mir war es dann so, dass ich dann tatsächlich Gottes Stimme gehört habe. Habe ich vorher nicht und nachher nicht, akustisch. Das gibt es wirklich. Ich bin durch die Innenstadt von Freiburg gelaufen und plötzlich, völlig aus dem Nichts, höre ich drei Worte laut in meinem Kopf. Mach Bibletunes gratis. Ganz laut. Und ich wusste eins, das kommt nicht von mir. Das muss irgendjemand anders sein. Und ich wusste auch, wer es war. Ich bin in die nächste Kirche gerannt, Bibel aufgeschlagen, gelesen, Bergpredigt, glaube ich, durchgelesen, geheult, weil ich wusste, Gott, du erwartest jetzt tatsächlich, dass ich einen Schritt gehe und sage, ich mache das, biete das alles kostenlos an und du versorgst mich? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen. Ja, was für ein Zufall, dass ich das dann gelesen habe in der Bergpredigt. Matthäus 6, 33. Aber diesen Schritt dann zu gehen, und übrigens, das ist mir gerade bewusst geworden, den bin ich nicht nur vor 11 Jahren gegangen. Ich gehe ihn jedes Jahr. Und jetzt könnte ich in einem zweiten Gottesdienst euch Geschichten erzählen, wie Gott versorgt. Das ist so gut. Viel besser als ein eigenes Nest der Sicherheit. Es ist, mit Gott unterwegs zu sein. Vielleicht ist das für dich nicht dran. Vielleicht ist es ein anderer Punkt, wo du jetzt sagst, ja, aber da muss ich jetzt einen Schritt gehen. Da möchte ich einen Schritt gehen und Gott fordert mich heraus. Ich möchte jetzt gerne beten für dich. Ich stelle mich nochmal bewusst in dieses Nest rein für dich. Und wir machen das so. Ich bete jetzt für dich und wenn du den Eindruck hast, hey, da möchte ich mich einklinken, das ist auch ein Gebet für mich, das ist auch ein Punkt für mich oder da brauche ich Mut, dann machen wir es so, dass du, wenn du möchtest, aufstehst von deinem Platz. Manchmal hilft es, so ein äußeres Zeichen auch nachzuvollziehen, dass man sagt, ja, ich stelle mich jetzt dazu. Herr, hier bin ich, sende mich, hier bin ich, wirf mich raus, gib mir einen freundlichen Schubser, dass ich diesen Schritt gehe. Einfach, ja, das ist schon mal, nimm es so als ersten Schritt, nur für dich. Ja? Es geht jetzt nur um dich. Herr, wir stehen hier, sitzen hier, sind hier vor dir. Du bist die gute Adlermama, der gute Adlerpapa. Du meinst es so gut, du bist der gute Gott, der liebende Vater im Himmel, der uns so designt hat, dass wir in deinem Bilde sind und dass wir in einer Beziehung zu dir sind, in einer Beziehung zu dir leben, voller Vertrauen. Das ist Glaube. Und alle Dinge sind dem möglich, der glaubt. Das sagst du, Jesus. Und wir wollen dir das glauben. Und Herr, jetzt ist es dran, dass wir die Dinge, die wir verstanden haben in unserem Leben, auch tun. Dass wir nicht nur Hörer sind, sondern auch Täter. Und ich bete jetzt für jeden hier, der hier ist, dass du, Heiliger Geist, jetzt hier bist und zu jedem Einzelnen gehst und ihm sagst und ihm zeigst auf deine Art und Weise und so, dass es jeder verstehen kann. Hier, das ist dein nächster Schritt. Ich bete jetzt für die, die ihr Nest des Stolzes verlassen müssen, weil ihnen ihr Stolz im Weg steht. Herr, ich bitte dich, dass sie einen Schritt wagen, raus aus diesem Nest, hin zu dem Menschen, zu dem einen Menschen, wo Versöhnung, Vergebung, Aussprache, ein neues Fundament der Freundschaft und Geschwisterschaft, wo das jetzt dran ist. Herr, ich bitte dich, dass das hier möglich ist, dass man an der Liebe, die wir untereinander haben, hier als Geschwister erkennen kann, zu wem wir gehören. Bitte dich, dass hier sind Einzelne, die das genau jetzt vor sich sehen, ja, ich möchte jetzt einen Schritt auf diesen Menschen zugehen und die Hand ausstrecken.
um Verzeihung bitten, um ein Gespräch bitten, etwas ausräumen, damit du wieder freie Bahn hast. Herr, ich bete für die, die Menschenfurcht haben, die hier mit bibbernden Herzen sitzen und sagen, ja, ich würde ja so gerne, aber ich traue mich nicht und was könnte alles passieren, Herr? Du sagst, ich bin bei euch, fürchtet euch nicht. Ich bin bei euch und ich bin dir schon vorausgegangen. Komm, Jesus nimmt dich bei der Hand und geht mit dir diesen Schritt raus aus deiner Komfortzone, aus deiner Komfortzone. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du diesen Personen Freimut jetzt gibst. Gib du ihnen Freimut, Fröhlichkeit, Freude. Die Freude am Herrn ist eure Kraft. Und ihr dürft diesen Schritt der Freimut jetzt gehen. Herr, und dann gibt es auch noch eine Gruppe, so wie ich, so Sicherheitstypen, die einfach es nicht schaffen, Sicherheiten, vermeintliche Sicherheiten loszulassen. Du sagst, Jesus, all eure Sorgen, Sicherheitssorgen, werft auf ihn. Was sorgt ihr euch um euer Leben? Ihr könnt nicht einen Tag hinzufügen. Und es ist noch mehr, es ist eigentlich ein Schlag ins Angesicht Gottes, wenn wir dem Gott, der wirklich unsere wahre Sicherheit ist, unsere Burg, unser Turm, wenn wir dem nicht vertrauen. Herr, und so bitte ich dich, dass wir Sicherheitstypen jetzt auch sagen, Herr, du bist unsere Sicherheit. Und ich verlasse mich nicht mehr auf meine eigene Sicherheit, auf mein eigenes Können, auf meinen eigenen Verdienst, sondern ich weiß, der Grund dafür bist du. Und deswegen verlasse ich meine eigene Sicherheit. Ich steige da jetzt aus und lege dir das hin und sage, das Nest gehört dir. Alles, was ich kann, alles, was ich bin, alles, was ich habe, es ist deins, Gott. Meine Finanzen und ich bin versichert, ja, aber auch selbst das gehört dir, Herr. Ich vertraue mein Leben dir an. Jetzt nochmal neu. Du bist mein Versicherer. Du bist mein Gott. Und ich lobe und preise dich. Und ich bete für uns alle, dass wir Schritte des Glaubens gehen, ein nach dem anderen. Und dass Menschen hier sehen in Hallau, hier sind Menschen, die diesem Gott vertrauen. Und das ist ansteckend, das ist eine Werbung für dich. Denn du hast dich nicht verändert, Vater im Himmel. Du willst auch uns heute noch so führen und leiten. Wir geben dir die Ehre, Herr, und ich segne diese Gemeinde jetzt hier in Hallau. Jeden einzelnen Bruder, jede einzelne Schwester, jeden einzelnen Menschen, groß und klein, in deinem Namen.